Kuriose Einsätze gehören für die Beamten der Wache Köln-Mülheim zur Tagesordnung. Doch was Peter Rothmeier jetzt erwartet, hat er noch nie erlebt. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich habe den Schwangerschaftstest für meine Schwester Mara mitgebracht. Wo ist sie denn? Was für ein Schwangerschaftstest, was für eine Schwester? Mara Schneider. Sie hat mir geschrieben, ich soll ihr den Schwangerschaftstest mitbringen. Also eine Mara Schneider? Also sie ist gar nicht hier. Nein, nein. Haben wir hier nicht auf der Wache. Ich habe eine SMS gekriegt, ich kann die Ihnen mal eben zeigen. Ja, fand ich selber ganz komisch. Vivi, ich fahre jetzt zur Polizei. Kauf bitte einen Schwangerschaftstest und komm so schnell es geht dahin. Dringend. Und den Hintergrund dieser ist? Also. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Deswegen dachte ich, dass sie hier wäre. Das ist jetzt aber sehr komisch. Nee, können wir Ihnen nicht weiterhelfen. Ist auch eine komische Geschichte. Ja, ich verstehe das jetzt nicht. Vielleicht ist sie bei einer anderen Polizeiwache, aber das kann eigentlich gar nicht sein. Da kommt jemand, vielleicht ist sie Mara, da ist sie. Wenn sie dann ist. Ich möchte eine Anzeige machen. Dann kommen Sie mal zu mir. Was ist denn los? Hier ist dein Schwangerschaftstest. Warum das sind wir Beweismittel? Hier? Was soll ich jetzt machen? Ich komme gleich los. Mara? Wo wollen Sie denn hin? Hallo. Wo sind die Toiletten? Ja, stehen Sie schon direkt vor. Entschuldigung, ich bin aber völlig durch den Wind. Ich würde. Ja, danke. Was steht da? Gar kein Buchstabe. Hallo? Kondome. Guck mal hier, Kondome. Mara ist manchmal immer ein bisschen impulsiv, die aber so habe ich die auch noch nicht sein. Erlebt. Die scheint tatsächlich durchstochen worden zu sein. Okay. Schauen Sie mal. Eine Dame kommt zur Wache und drückt mir eine Schublade voller Kondome in die Hand. Bei näherer Betrachtung sind die alle zerstochen. Tja, was sich erstmal so ein bisschen scherzhaft anhört, hat aber doch einen rechtlichen Hintergrund. Denn wenn jemand mit einem anderen schläft, vorher diese Kondome präpariert, indem er die zersticht, ist es tatsächlich eine Vergewaltigung. Denn das Gegenüber weiß es ja nicht. Und wenn man dann ungewollt schwanger wird, ist es hier kein Kavaliersdelikt, sondern wird tatsächlich als Vergewaltigung angesehen. Ich schreibe mal Ihrem Verlobten, was das hier alles soll. Also ist jetzt sehr komisch. Stecknadel. Handschuhe. Bitte? Na, ich warte jetzt noch mal, bis die Schwester hier vom Klo runterkommt. Hallo, Max, komm mal bitte zur Polizei. Wen rufen Sie denn jetzt an? Ihren Verlobten. Ich konnte gerade nicht. Kann ich einen Schluck Wasser haben? Einen großen? Ja, wir sind ja jetzt hier kein Restaurant. Also, Sie können mit mir beide gerne mal ins Büro gehen. KTU? Bitte? KTU? Ja, gut, 1, 2, 3 haben wir angepackt. Sollen Sie mal gucken, ob da Fingerabdrücke drauf sind. Was ist denn mit den Kondomen? Ich weiß mal nicht, warum und was das jetzt hier für eine Geschichte soll. Können Sie mir aber mal hier im Büro erklären? Das gestaltet sich ja jetzt ziemlich konfus, was Sie mir hier da vortragen. Und vor allen Dingen, wie Sie sich hier bei der Polizei benehmen. Ja? Ne? Mit einer Kiste Kondome in der Hand zu drücken, sich aufs Klo zu verdünnisieren mit dem Schwangerschaftstest. Ich möchte mal gerne wissen, was das die ganze Sache hier soll. Dich interessiert das mit Sicherheit auch. Weil kurios fängt jetzt schon mal an. Sind das deine Kondome? Also, ich habe heute die Schublade, wollte ich sauber machen. Erstmal möchte ich gerne wissen, wer Sie überhaupt sind. Ich habe hier zwei fremde Personen. Ja, gegenüber Moment, sitzen. Tut mir leid. Ich hätte mal gerne einen Personalausweis gesehen. Und dann können wir mal gerne mit der Geschichte anfangen. So, da haben wir die Vivian Schneider und die Mara Schneider. Sie sind Schwestern. Genau. Jetzt können Sie anfangen. Also, ich wollte die Schublade sauber machen im Schlafzimmer. Und es ist mir aufgefallen, dass halt in jedem Kondom ein Loch drin ist. Gut, die Schublade ist in Ihrem Schlafzimmer schon. Genau, ja. Und gut. Und jetzt möchte ich Anita dafür anzeigen. Wen? Anita, meine Schwiegermutter ins B. Was hat denn die Anita damit zu tun? Was macht die in ihrem Schlafzimmer? Die wohnt bei uns seit geraumer Zeit und. Aber ja, wer ist uns? Bei meinem Verlobten und mir. Ja. Also ich muss dazu sagen, die Anita, das ist die Mutter von ihrem Verlobten. Das wissen wir jetzt. Die hat ja immer schon so ein bisschen, die war immer schon ein bisschen komisch und wollte die Mara auch immer sehr dazu überreden, jetzt doch mal Mutter zu werden, obwohl Mara eigentlich ja immer schon gesagt hat, dass sie eigentlich lieber keine Kinder haben möchte. Aber glaubst du echt, dass die jetzt Löcher in die Kondome gemacht hat? Das traue ich dir zu, die ist doch irre, die Alte. Das glaube ich nicht. Also das traue ich dir jetzt wirklich nicht zu. Die Anita, die Schwiegermutter in Spee, wie heißt die mit Nachnamen? Die heißt ja nicht Schneider. Nee, die heißt Nierhaus. Nierhaus, die brauchen wir mal. Diese erscheint nur kurze Zeit später gemeinsam mit ihrem Sohn auf der Wache. Die 40-Jährige und ihre Schwiegertochter in Spee sind eine explosive Mischung. Hallo. Hier kommt, glaube ich, jemand. Guten Tag. Guten Tag. Max Nierhaus ist mein Name. Ja, Herr Nierhaus, wie bestellt? Du spinnst ja! Mara. So eine Scheiße abzuziehen, was soll das? Hallo. Gehen Sie mal ins Büro wieder zurück. Was gibt's denn überhaupt? Bitte? Gehen Sie mal bitte wieder ins Büro zurück. Ja? Aber beruhig dich doch mal. Was ist los? Was soll denn das? Theater. Das Sie, gilt auch für Sie. Oder Sie können auch gerne mitkommen. Ja, ja, schon richtig. Ich wollte mal kurz... Du managst das nämlich, ja?
Kann ich mal Ihren? Ja. Natürlich. Super. Gut. So, Sohn, Mutter? Mutter. Richtig. Einmal alles klar. Rum, bitte. So, und Sie sind die Mutter von ihm, wieso kommen die Mutter, Sie mit jetzt? Ich bin Anita Nierhaus. Okay. Genau. Ich bin seit kurzem bei den beiden eingezogen, ja, weil ich mich von meinem Mann getrennt habe. Und wo wohnt die Schwester? Mit Baumhaus, ja. Also riesen WG. Wir wohnen gemeinsam, ja. 500 Quadratmeter oder was ist das? Wir wohnen ja gemeinsam in einem Haus und meine Mutter ist wie gesagt vor kurzem mit eingezogen. Ja. Ist alles ein bisschen turbulent, ja, aber ich denke machbar. Wie viele Quadratmeter haben Sie denn für 4 Personen? Also Ihre Schwester oder die Schwester Ihrer Freundin wohnt auch dort? Wir wohnen auf knapp 100 Quadratmeter, ja. Okay. Geht man sich da nicht um den Senkel? Nö, eigentlich ganz harmonisch. Außer, dass meine Schwiegertochter eine ganz schöne Zicke sein kann. Ich versuche ihr immer im Haushalt unter die Arme zu greifen. Das möchte sie nicht. Aber sie weiß immer alles besser, obwohl ich ja doch so viel Erfahrung habe. Aber also, Sie haben doch selber einen Sohn, ne? Das müssen Sie doch eigentlich wissen. Wie das Verhältnis da, wie sich das verhalten kann. Ja? Gut, aber deswegen sind wir auch nicht hier. Wer wie? Es geht darum, dass hier wohl Kondome in Ihrem gemeinsamen Schlafzimmer durchstochen wurden. Was? So. Okay. Ihre Verlobte kam hier an mit einer Kiste voller Kondome, die alle durchlöchert waren mit einer Nadel. So dass bei einem Akt diese Kondome dann zu einer Schwangerschaft geführt hätten können. Okay. So, jetzt die Frage, wer hat diese Kondome dort zerstochen? Wir haben die Kondome hier. Die Kollegen haben auch schon gearbeitet, haben hier festgestellt, dass alle Kondome wirklich defekt waren. Also die waren nicht mehr zu gebrauchen. Okay. Das ist ja bei Kondomen so. Jetzt stellt sich die Frage, wer und warum hatte das gemacht? Haben Sie einen Kinderwunsch und Ihre Verlobte nicht oder umgekehrt? Oder wie verhält sich das? Ich meine, sie nimmt jetzt die Kondome, hat sie aus ihrer Nachttischschublade, deswegen gehe ich davon aus, dass sie keine Kinder möchte. Möchten Sie Kinder? Der Kinderwunsch ist auf jeden Fall da, okay, auf jeden Fall. Meine Lebensgefährtin, da bin ich mir nicht sicher. Ich denke ja, aber erstmal nicht. Leider, leider. Nichtsdestotrotz, ist es eine Straftat, ja, oder kann zu einer Straftat werden, wenn diese Kondome benutzt werden und hier entsteht eine Schwangerschaft. Ja, das ist eine Art der Vergewaltigung und entspricht nicht der sexuellen Selbstbestimmung, weil ich ja einverstanden bin, mit jemandem zu schlafen, mit einem Kondom, was funktioniert. Wenn aber im Vorfeld jemand hingeht und boykottiert das, indem er das Kondom zerstört, ja, dann bin ich nicht mehr einverstanden mit dem, was jetzt hier passiert. Hast schon irgendwas, genau, hat sich einer eingelassen dazu? Nein. Oder nein, darf ich fragen, haben Sie die kaputt gemacht? Nee. Sie? Ach, um Gottes Willen. Ja, jeder hat ja so seine Gründe. Ne? Also, es kommen ja nicht viele Leute in Frage. Also, nee, ich bin ein bisschen verrückt. Ich bin ein bisschen geschockt, ganz ehrlich, darüber. Klar habe ich einen Kinderwunsch, aber das ist schon eine harte Nummer, wie Sie schon erklärt haben. Ich glaube nicht, dass meine Mutter das war. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass meine Lebensgefährtin das gewesen ist. Ich stehe so ein bisschen dazwischen der Stühle. Sie können sich nicht vorstellen, dass Sie das gewesen sind? Nee, also... Ja, anscheinend nicht. Also, wir könnten ja Vergleichsabdrücke nehmen. Wir könnten Fingerabdrücke... Wenn Sie damit einverstanden sind? Klar. Ja, also... Wenn wir einen engen Personenkreis haben, genau, der dafür nur in Frage kommt innerhalb der Familie, ja, dann ja. Wir würden dann vorschlagen, wenn Sie nichts dagegen haben, dass wir von Ihnen die Fingerabdrücke nehmen. Unsere kriminaltechnische Untersuchung würde das dann vergleichen und könnte uns innerhalb von kürzester Zeit, kurz jetzt nicht in 5 Minuten, aber in kürzester Zeit sagen, ob Fingerabdrücke auf den Kondomen gefunden worden sind und zu wem die gehören. Dafür brauchen wir... Wer hat die gekauft, die Kondome? Die Sie? Von mir damals, ja. Die haben Sie gekauft? Ja. In Einzelpackung oder 100er-Pack? Oder? In so einer 100er-Packung. Warte mal, in 100er-Packung? 100 Stück? Nein, das war jetzt nicht... Ja, nein, nee, es ging nur darum, wenn Sie jedes Einzelne nehmen... Heimatland. Wenn Sie jedes Einzelne nehmen, ist natürlich schwierig. Aber derjenige, der die zerstochen hat, muss ja jedes Kondom in die Hand genommen haben. Wenn Sie jetzt ein 100er- oder 20er-, 30er-Pack nehmen, dann kaufen Sie im Beutel und kippen die irgendwo aus. Da packen Sie nicht jedes Kostüm an. Ist das Kondom so? An. Das ist so. Ich gehe davon so aus, dass das okay so ist. Okay, ich glaube, die möchte noch einen Schwangerschaftstest machen. Ich habe ihr mal ein Glas Wasser jetzt dahingestellt. Ich gebe ihr jetzt mal die Möglichkeit dazu. Würde ich vorschlagen, wenn die beiden Damen soweit fertig sind, dann können wir ja schon mal hingehen und können wir uns da hinsetzen. Ja. Wenn Sie erlauben, ich würde mal kurz vor die Tür gehen, mal eine rauchen. Eigentlich ungerne, aber ich kann Sie davon wahrscheinlich nicht abhalten. Ne? Nee, machen Sie ruhig. Gehen Sie eine rauchen. Dankeschön. Dann würde ich sagen, dann setzen wir uns mal so lange da vorne hin und dann ist gut. In Ordnung. Tür raus, geradeaus und dann rechts. Alles klar, Dankeschön. Ja? Super.
Gut. Jetzt ganz ehrlich, also ich vermute, dass der Max das selber gewesen ist. Weil der wünscht sich schon so lange ein Kind. Nur die Mara, die hat ja nur ihre Karriere im Kopf. Die ist so dominant in der Beziehung. Ich könnte mir vorstellen, dass der Max das selber gewesen ist mit den Kondomen. Da hauen sie jetzt einfach mal so raus. Ist so jetzt die Vermutung. Ich meine, sie hauen ihn natürlich richtig in die Pfanne. Das muss man jetzt natürlich sagen. Weil ja, aber ich muss ihnen ja gegenüber ehrlich sein. Sie müssen ehrlich sein, aber sie müssen auch nicht sagen. Also, wir können ja abwarten, bis der Test, aber wenn wir sie warten mir ab, bis die Fingerabdrücke da sind. Würde ich sagen, da haben wir hundertprozentig. Aber das ist natürlich schon klar, wenn man einen Kinderwunsch hat, logisch, wenn der Partner dagegen ist, aber dann muss man einen Kompromiss finden. Entweder trennt man sich, dass man jemanden findet, der das auch möchte, aber dann so vorzugehen, mit Absicht, mit Vorsatz hier das zu beschleunigen, ist natürlich auch nicht der richtige Weg, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und? Okay, Timer ist kannst du bitte gucken? Ja. Also sieht alles gut aus. Mach dir keine Sorgen. Du bist nicht schwanger. Na, herzlichen Glückwunsch, dass sie ja nicht Mutter werden. Ja, das ist schon mal das Wichtigste. Nicht. Ja, das stimmt. Aber warte mal. Wo möchten Sie jetzt hin? Oh Gott, diese Rumrennerei hier. Dass du Glück gehabt, hallo, ne? Junge Frau, junge Frau. Hey. Du spinnst ja wohl. Hallo. Ich will, dass deine Mutter rausschmeißt aus unserer Wohnung. Hallo. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Was ist denn da los mit den Kondomen? Was ist da passiert? Ja, die hat sie durchlöchert, ganz einfach. Quatsch. Ich weiß nicht, wer es von euch beiden war, aber es muss vernünftig geklärt werden. Du denkst, ich wäre das gewesen? Das habe ich nicht gesagt. Max, ich hab da gar beruhig nichts gemacht. Dich. Das musst du mir glauben. Dich. Eine Sekunde mal kurz, Telefonat. Weber. Ja. Ja. Nee, ist okay. Wer? Okay. Alles klar. So, danke. Leg dich wieder hin. Tschö. Und? So, ich habe jetzt das Ergebnis von der kriminaltechnischen Untersuchung. Sie waren es nicht. Sie waren es auch nicht. Und Ihre Schwester war es auch nicht, Maren. Sie waren das. Also Ihre Fingerabdrücke sind auf den Kondomen festgestellt worden. Und zwar auf der Vielzahl der Kondome. Und zwar alle die durchstochen worden sind. Okay, ich geb's zu. Ich war das. Was? Ich wollte sie einfach loswerden. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Das gibt's auch. Bist du eigentlich bescheuert, eine Straftat vorzutäuschen? Schatz, warum? Die Anita hier. Ja, weil ich keinen Bock mehr auf sie hab. Aber das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht die Anita damit reinziehen, nur weil du keinen Bock mehr auf sie hast. Und hier sind wir sind ja bei der Polizei. Ja, mein Gott. Du weißt doch, dass das ein ziemlich großes Straftat ist, ne? Also ich meine, wir haben ja einen Kinderwunsch, das weiß ich auch, aber... Ich erkenne dich überhaupt nicht mehr wieder. Das hätte ich niemals von Mara gedacht. Also wie wär's denn mal gewesen mit dem Gespräch? Ja, habe ich versucht, aber die lässt ja nicht mit sich reden. Also ich habe genau das Umgekehrte gehört von ihrer Schwiegermutter in Spee. Ich bin echt enttäuscht von dir. Ich fahre jetzt erstmal. Nee, tut mir leid, Mara, echt. Also eine verlässt schon mal selbstständig die Wache, das ist schon mal geil. Gut. Ne? So wie sie kam, ging sie auch wieder. Sie müssten sich mal tatsächlich darüber unterhalten, ob Sie beide einen Kinderwunsch haben. Das sieht mir nämlich nicht danach aus. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Also, willst du jetzt Kinder oder willst du keine Kinder? Ja, später, aber jetzt noch nicht. Aber warum zerstichst du dann die Kondome? Ich meine, das ist ja schon eine ziemlich krasse Nummer. Ja, weil ich sie loswerden wollte. Das geht auch nicht so. Dann kann man mit ihr reden, eine Lösung finden, aber doch nicht so. Vor allen Dingen, ich suche ja schon eine Wohnung. Ich will eurem Glück ja gar nicht im Weg stehen. Ja, aber anscheinend nicht gut genug, ne? Die 23-Jährige wird wegen Vortäuschung einer Straftat belangt. Ihre Schwiegermutter ist inzwischen ausgezogen.